Moin Moin und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier um 20 Uhr zur Samstags XXL Folge. Herr Holzki, ich habe gestern gelivestreamt und wisst ihr, was ich gestern im Livestream gemacht habe? Ihr seht es ja eigentlich schon. Ich habe jetzt erstens ein 106er Team, des Weiteren habe ich mir zwei neue Spieler geholt. Ich zeige euch mal wen, Leute. Ich zeige euch mal wen und guckt direkt aufs zentrale offensive Mittelfeld. Was wollen Sie jetzt von mir? Das ist jetzt erstmal meine aktuelle Mannschaft. Manuel Neuer, da plane ich erstmal den Top-Transfers Viviano zu holen, weil der halt eine 95er Bewertung hat, aber auf langfristig gesehen, sage ich mal, möchte ich einen De Gea hinten drin haben. Ob jetzt den normalen De Gea, De Gea Inform, am besten natürlich De Gea Team of the Year, ist ja ganz klar. Weil ich jetzt auch noch Player of the Month Piqué geholt habe. Keine Sorge, ich habe Piqué nicht mit den 1000 Punkten geholt, sondern ich habe Piqué gekauft auf dem Transfermarkt, da der relativ billig war sogar für eine 95er Bewertung. Ich glaube 13, 14 Millionen habe ich für Piqué bezahlt und der hat halt gut auch hinten ins Team reingepasst und hat halt unser Team auf ein neues Niveau gebracht. Wir haben jetzt eine 106er Gesamtbewertung und ja, das ist richtig, richtig, richtig nice. Nesta, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist mit Nesta, den habe ich jetzt hier schon verkauft. Das heißt, wir müssten jetzt hier, jawohl, haben wir wieder so knapp 8 Millionen, 7,8 Millionen haben wir. Und das ist doch mal wunderbarski. Natürlich würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr auch kostenlos unten meinen Kanal für täglichen FIFA Mobile Content abonnieren. Ich habe jetzt gelesen auf Instagram, aber Instagram ist immer nicht so sicher, weil da gibt es viele Designer von FIFA Mobile, so Konzeptdesigner, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es gab es halt letztes Jahr auch Golden Egg, da gab es halt richtig, also die Golden Egg Karten sind eigentlich so die stärksten Karten in FIFA Mobile, aber die sind auch extremst, extremst, extremst selten. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich, ich gehe davon aus, dass es kommt, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir so eine Golden Egg Karte bekommen werden. Das wollte ich damit sagen. Traurig, aber wahr. Ich weiß, wir machen erstmal das Skillspiel hier. Top-Transfers-Skillspiel. Die Spielchen da unten machen wir auch noch, aber dafür muss ich ja mein 95er-Team verwenden und nicht mein 106er. Aber mit dem 106er-Team möchte ich heute auch noch spielen, da ich noch nicht ein einziges Spiel mit Messi gemacht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch normal versus Angriff spielen, sodass wir mit Messi ein paar Türchen machen können und mit Messi einfach mal austesten können. So, Skillspiel haben wir erstmal durch. Ich weiß auch nicht, wieso das Skillspiel hier Carvajal macht. Elfmeter hat er sicherlich nicht so gute Stats wie einen, keine Ahnung, eigentlich hat jeder Offensivspieler bei mir sicherlich bessere Elfmeter-Stats als ein Carvajal. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus. Das Ostern-Event hatte ich euch, wann hatte ich euch das gesagt, gestern oder vorgestern? Da gehe ich auch ganz stark davon aus, dass das Ostern-Event das nächste große Event in FIFA Mobile sein wird. Und da werde ich richtig angreifen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Also, freut euch drauf. Wir gehen rein in die Versus-Angriff-Partie. Und ich hoffe, Messi kann da ein paar Türchen machen hier. Let's go. Was hat der erste Gegner für eine Mannschaft heute? Matchmaking on point hier bei EA, bei FIFA Mobile. Oder kriege ich hier wieder einen 80er Gegner? Okay, einen 95er Gegner. Das ist ja ein gutes Duell. Duell auf Alter. Er hat einen ultimativen Varan hinten drin. WTF. Ich rieche es jetzt schon, dass ich bei der Abwehr nicht vorbeikomme. Was? Alter. Jungs. Wisst ihr, wie teuer der ist? Jungs, Mädels. Torunariga, let's go. An den Pfosten, Volland. Dankeschön. Torunariga auf Neymar. Neymar, jawohl, also solche Tore liebe ich, die so ein bisschen, also die so Finesse, also Finesse-Schüsse, die so noch mit Verbindung mit einem Heber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ach, Dürüstsson kommt nicht vorbei. Neymar. An Varan, kommt er nicht vorbei, 2:4. Och nee. Och nee, jetzt hält der Keeper auch noch den Freistoß. Eieiei, ich glaube, ich kriege jetzt nur 160 Top-Transfers-Punkte. Und das ist natürlich richtig belastend. Dann müssen wir die Punkte wieder mit dem Versus, mit dem 1 gegen 1 Spiel reinholen. Wenn ich das dann auch noch verliere, dann war es das echt komplett. Ich nehme die Folge hier gerade am Samstag um 14.20 Uhr gerade auf. Was ich damit sagen wollte,
Bayern gegen Dortmund. Ihr wisst es jetzt schon, wenn ihr die Folge wahrscheinlich seht, wie das Duell, wie der Klassiker ausgegangen ist. Das Duell um die Meisterschaft. Bayern gegen Borussia Dortmund. Ja, GG an diesen Gegner. Hat besser gespielt. Ich habe die Chancen nicht genutzt. Der hat eine richtig gute Abwehr. GG. Verlieren. Niederlagen gehören dazu, Leute. Niederlagen gehören dazu. Da ärgere ich mich jetzt gar nicht. Doch, ich ärgere mich schon ein bisschen ab. Aber, ja. GG. Ey, Bibi. Kraftpaket. Die Inform-Packs werden... Ach, 140 bekomme ich sogar nur. Alter, hätte ich jetzt hier Werbung geguckt, hätte ich einfach 60 Punkte mehr bekommen, als hätte ich jetzt hier gar nicht mehr das angespielt. Okay, das ist echt schon richtig bitter, wenn man die Spiele dann hier verliert, ne? Aber das macht ja genau den Reiz aus, Leute. Wenn man gewinnt, kriegt man halt mehr, als wenn man nur die anderen Sachen machen würde. So, 1 gegen 1 Spiel, jawohl, das will ich sehen hier. Ein schöner 85er Gegner mit 42 Chemistry. Dankeschön, EA. EA hat Mitleid mit uns, glaube ich. Wir haben nämlich 10 Bewertungspunkte besser, aber 10 Punkte heißt bei 1 gegen 1 überhaupt gar nichts, Mann. Bei 1 gegen 1 kommt es nicht drauf an, wie stark, okay, kommt es doch schon drauf an, wie stark die Spieler sind, so die einzelnen. Aber da kommt es mehr drauf an, wie man hier, ja, FIFA Mobile, sage ich, spielt, ne? Also seine eigenen Skills kann man hier unter Beweis stellen. Wie man sich nach vorn kombiniert, wie man die Abwehr hinstellt, wie man mit den Spielern hinterher rennt und ja, alles halt. Schön, Neymar, Donnarumma, Ronaldo, Cristiano Ronaldo und das blockt er gut mit der Grätsche. Eieiei, ein Glück habe ich da mit Ramos zugelaufen, da hätte der durchlaufen können mit seinem Stürmer. Ja, wieder Ramos da hinten, der uns hier rettet. Komm, Ronaldo, und jetzt oben durch, Neymar hat Platz, jawohl. Das muss das Tor sein, wenn ich den Finesse ansetze, der geht an die Latte. Und Ronaldo nickt ihn ein, Jawolski, schön, 1-0, CR7. Schön mit seinem geilen Torjubel hier, das feiere ich, dass es die Torjubel dieses Jahr hier in FIFA Mobile gibt. So, die echten Torjubel. Let's go, Mann. 1-0 nach 28 Spielminuten. Ich drücke hier schon die ganze Zeit weiter. Ich tippe hier die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Zack, 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 zack. Aber es passiert nichts. Weil der Gegner sich das Tor angucken möchte, oder was? Hallo. Danke, ich möchte weiterspielen hier. Er hat einfach oben als Abkürzung A-S-I, Asi. Also, Asi wird mit Doppel-S geschrieben. Ich weiß, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Komm, Hullet. Also Hullet ist ein Spieler, der echt überall spielen kann. Den kann ich mir sogar gut im Kasten vorstellen. No joke. Und nein, Neymar, spiel doch. Schön, Marcelo, jawohl. Und jetzt durch da. Nein. Also 1 gegen 1 bin ich noch definitiv kein guter Spieler. Da bin ich ehrlich. Weil ich 1 gegen 1 halt auch noch nicht so gesuchtet habe wie Versus Angriff beispielsweise. Luis Figo. Figo. Und der Keeper hat ihn. Den hat dann da hinten drin. Alisson ist das, ne? Ecke auf Hullet. Hullet. Mit dem 2-0. Vor der Halbzeitpause. Ganz wichtiger Treffer hier von ihm. Sehr schön. Also bei Ecken kann ich euch nur als Tipp geben, sehr stark auf den Schussbutton zu drücken. Umso mehr man auflädt, desto... Man darf aber es nicht komplett übertreiben. Also man darf den Balken nicht komplett füllen. Ich sag mal so, ein bisschen mehr als drei Viertel den Balken füllen. Und dann hat man sehr gute Chancen, dass die Ecken, sag ich mal, zu 60% reingehen. Weil am Anfang von FIFA 19 Mobile hatte ich ja gesagt, und das war auch einfach so, dass FIFA Mobile, also dass die Ecken Gift sind. Ecken sind Gift, weil ich habe nie eine Ecke reingemacht. Ich konnte machen, was ich wollte. Aber seitdem ich hier den Balken ein bisschen mehr fülle, ich weiß nicht, ob es da so ein Gameplay-Upgrade gab oder Patch gab, dass die Ecken ein bisschen leichter geworden sind. Auf jeden Fall ist jetzt meine Taktik, oh, ich habe gedacht, der geht rein, ja. Ist meine Taktik, dass ich den Balken immer so zu 5/6, ein bisschen mehr als 3/4 fülle. Genau, 60. Minute, sollte eigentlich, wenn alles normal läuft, hier nicht mehr anbrennen. Der Gegner hat dann noch nicht eine Chance.
Ich bin hier überlegen bei diesem Spiel, was eigentlich, wenn man sich die Bewertungen anguckt und sich die Teams anguckt, zu erwarten war. Neymar, wieder an die Latte, das war zu stark, aber Volland steht da und der Keeper hat ihn, ich glaub's nicht. Das hätte das 3:0 sein können. Und jetzt kann ich euch es zeigen, da kommt aber, Hullet ist wenigstens zum Kopfball gekommen, ich hab's euch gesagt. Bis so dreiviertel, ein bisschen mehr als dreiviertel füllen. Probieren wir es nochmal. Ramos, das war zu stark. Deswegen geht er nicht rein. Am Ende ist er doch reingegangen. Eigentor von Kamil Glick. Aber der Kopfball von Ramos ist halt an den Pfosten gegangen. Und mit dem 3:0 sollte jetzt eigentlich alles klar sein, dass wir dieses Spiel hier auf jeden Fall gewinnen. Neymar nochmal, schöner Pass auf ihn. Neymar. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. So, da ist nichts mehr angebrannt hier. 3:0 geht es hier aus, oder ist es ausgegangen gegen Asier vom Sorotza FC. Let's go, Mann. Aber ich glaube, wir brauchen 2000 Punkte. Bei den Vertragspunkten habe ich schon geguckt. Da brauche ich die Skill-Punkte oder die Skill-Karten dieses Mal nicht. Es gibt nämlich jetzt aktuell Tempo und Manndeckung, brauche ich aber nicht. Höt, habe ich nicht genügend Pünktchen dafür, brauche ich auch nicht. Den guten Höt. Werbung kann ich noch einmal gucken, darf ich nicht vergessen. 1340 Punkte haben wir, 1800 brauche ich, also bei der nächsten Aktualisierung bin ich dann da. Sehr schöne Sache. Ja, Van der Sar wäre natürlich absolut geil, wenn wir den kriegen, aber den kriegt man nicht free to play, deswegen müssen wir uns ihn erst gar nicht schönreden oder was heißt schönreden? Wir müssen ihn nicht mal schönreden, der ist schön, aber wir kriegen ihn halt nicht. Das ist das Blöde. Wir öffnen definitiv hier die Inform-Packs noch. Die habe ich mir aufgehoben extra für die heutige Folge hier. Und Versus Angriff will ich auf jeden Fall auch noch spielen. Wieso? Weil ich Messi spielen möchte, Leute. Ich möchte Messi austesten. Vielleicht spielen wir auch ein Ligaspiel. Beim Ligaspiel kann man auch immer richtig viele Tore machen. Doch, ich glaube, ich spiele ein Ligaspiel. Ich spiele ein Ligaspiel, ich spiele unten ein Versus Angriff Spiel. Ich kann ja beides machen, Leute. Heute Samstags XXL-Folge mache ich mal ein bisschen mehr, ne? Ein kleines bisschen mehr, ja? So, wir haben die... Ach, wir können sogar noch das Gratis-Pack öffnen im Shop. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, du. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Nein, nicht Icons. Hier. Und dann ab nach ganz hinten. Apropos Champions League. Diejenigen, die im Stream dabei waren, wissen, wie ich in der Champions League getippt habe. Ich kann euch das jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen. Nach den Inform-Packs können wir reingehen ins Champions League-Event. Dann zeige ich euch das auch nochmal. Und die Champions League Skillspiele muss ich, glaube ich, auch noch machen. Deswegen können wir das auch gut nochmal verknüpfen. So, aber erstmal die Inform-Packs. Ich hoffe, da ist was Gutes mit drin. Endlich mal ein Startspieler. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Startspieler bekommen. Im ersten haben wir auch keinen Startspieler. Wahrscheinlich ist es wieder dieser Nemec, oder wie der heißt. Dennis! Ich habe Dennis gezogen. Ah, Leute, das war's echt komplett. Und im zweiten... Und, komm, Startspieler, oh, wieder nicht. Wer ist es dieses Mal? Boine, der Ire Boine. Ajojojoj. So, Champions League, hatte ich ja gesagt. UEFA Champions League ist auch wieder nächste Woche, ne? Boah, geil, freue ich mich. Schön unter der Woche Champions League gönnen. Hier, das sind meine Tipps. Die haben wir gemeinsam gemacht im Stream. Bei Tottenham Man City war ich mir nicht einig. Da hätte ich gerne unentschieden getippt. Aber unentschieden kann man ja nicht mal tippen hier. Steht hier irgendwie eine Info, dass man wegen unentschieden... Ah, wenn der von dir getippte Verein gewinnt oder das Spiel unentschieden endet, kannst du den einen zusätzlichen Bonus holen. Okay, das heißt, selbst wenn es 1-1 ausgeht, kann ich mir den Bonis, die 50 Punkte holen. Okay, man muss einfach mal den Infokasten lesen. Aber der Infokasten ist versteckt hier. Also ich habe Man City gesagt, Liverpool, Juventus Turin und Barcelona. Barcelona. Schreibt mir mal gerne eure Tipps unten rein in die Kommentare. Vielleicht sagt ihr es genauso. Oder vielleicht sagt ihr auch, Ajax gewinnt gegen Juventus Turin.
Schreibt's mal unten rein. Wir machen hier die Skillspielchen noch. Dann machen wir aber noch das Ligaspiel und Versus Angriff will ich auch noch spielen mit meinem Meschi. Meschi. Schmessi, 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 Schmessi. Leo Messi, so let's go. Das ist das Spiel, das Skillspiel, was sie ein bisschen angepasst haben. Weil man muss jetzt hier durchrennen. Man muss durch alle Skill-Tore durchrennen. Vorher konnte man nämlich auch abkürzen. Man konnte durch zwei nicht durchrennen. Dann ging das nämlich schneller. Zack, zack. Aber ist ja auch kein schwieriges Skillspiel. Aber sowas würde ich mir mehr wünschen. Wenn man, sage ich mal, so einen richtigen Parcours aufbaut, der dann 2 Minuten geht und dadurch rennen, da den Skill vielleicht machen und so. Das wäre echt geil, Mann. So ein richtiger, schöner 2-Minuten-Parcours und nicht nur so eine kleinen Skillspiele. Ja, die kleinen Skillspiele sind auch nett, aber die hat man, sage ich es sich mal, übergespielt, weil das sind halt immer die gleichen. Wenn sie die wöchentlich anpassen würden, dann wäre es noch geiler. Also dann wäre es echt cool. Oder halt auch längere Parcours. Was ist die Mehrzahl von Parcours? Parcours? Ach, keine Ahnung, Mann. Hashtag Deutsch-Abi habe ich nicht. Obwohl doch, ich habe Deutsch-Abi gemacht, aber... Anderes Thema, Leute, anderes Thema. Ich mache jetzt hier mal die Auflegerpässe hier. Zack. Alter, Volland schießt vorbei, der Dödel. Ich glaub's ja nicht. Der Kevin Volland schießt einfach vorbei. Zack. Einmal noch treffen. Und dann haben wir das. Okay, haben wir nicht. Weil ich nur die Zielscheibe treffe und nicht... Der Ball geht nicht rein. So, jetzt haben wir es aber. Das Ganze noch einmal, dann wechsle ich auf mein 106er Team, Leute. Richtig nice, dass ich jetzt hier 106 habe. Wenn das Ostern-Event geil wird, vielleicht kriegen wir dann sogar die 107 hin. Weil ich bin ja erst jetzt auf 106 gekommen. Das heißt, ich muss jetzt wieder 10 Spieler trainieren oder Skill Boost. Das dauert schon eine ganze Weile. Umso höher das Ranking ist, desto schwieriger kommt man halt hoch. Desto länger dauert es, bis man die nächste Bewertung bekommt. Genau. So, zack, zack. Und dann switchen wir mal auf das erste Team hier. So, da haben wir es. Also das erste Spiel mit Leo Messi. Das wird nice, Mann. Geile Stats. Geiler Spieler. Oh yeah. Also wenn ich jetzt ehrlich bin bei meinem Team, wenn ich, sage ich mal, jetzt mein Team bewerten würde, würde mir bei diesem Team nicht zu 100%, also da bin ich ehrlich, Leute, Piqué gefällt mir nicht zu 100%. Ich habe aber Piqué in meinem Team, weil es halt eine gute Karte ist. Und Carvajal gefällt mir auch nicht zu 100%, aber Carvajal ist halt, die Karte sieht halt geil aus, ist eine gute FIFA Mobile Karte. Genau, und ansonsten bin ich eigentlich mit den restlichen Spielern Neymar, Ronaldo, Figo, Messi, Arne Meyer, Hullet, Marcelo, Ramos sehr zufrieden. Manuel Neuer geht auch voll klar, aber da hatte ich euch ja schon meinen Plan erzählt, wie ich es machen möchte. Genau, wir gehen zuerst in Versus Angriff rein, weil mit 106... Leute, mit 106 könnten wir uns vielleicht sogar... Also, was echt richtig geil wäre, sagen wir es mal so. Wieso lädt das jetzt hier so lange, Versus Angriff? Jetzt werden wir wahrscheinlich rausgekickt. EA möchte nicht, dass wir Versus Angriff spielen. Traurig, aber wahr. Okay, jetzt sind wir drin. Hier, wenn ich auf FIFA Champion gehe. Klar, Leute, das ist Zukunftsmusik. Hier, wenn ich einen Pookie abholen könnte. Für 1,12 Millionen Fans. Und einen Pookie könnte ich doch locker... Wie viel ist ein Pookie wert? Das möchte ich jetzt echt mal wissen. Puki. P-U-K-K-I. 88 hatte der. Ja, okay. 1 Million gerade mal. Weil da halt viele hinkommen, oder was? Was ist der zweite Spieler? Weil ich habe überlegt, jetzt an diesem Wochenende so richtig Versus Angriff zu suchten. So dass wir uns hier die Spiele abholen können. Und die dann verkaufen können. 1,32. Ist auch eigentlich gar nicht so weit weg, ne? 1,32 Ben Arfa. Wie viel kostet Ben Arfa? Da will ich auch nochmal nachgucken. Und dann gehen wir aber wirklich rein. Rein ins Spielchen. Ben Arfa. Okay, 4 Millionen. Ja, 4 Millionen, Leute. Easy. Aber wir müssen erstmal dahin kommen. Mal gucken, wo ich morgen Abend in der 20 Uhr Folge bin. Wahrscheinlich bei 1,0, bei 1.000.000 und 50.000 Fans. Lul. Wir gehen rein ins erste Spiel. Let's go. Ich hoffe, dass ich das gewinnen kann mit euch gemeinsam. Mit Messi, mit Ronaldo.
Sollte eigentlich, ne? Gucken wir mal, was die Gegner für eine Mannschaft haben. Oder der erste Gegner hier für eine Mannschaft hat. Und wieso hat der Gegner auch blaue Trikots? Was soll denn das? Wir hatten Van Dijk tot hier hinten drin. Schmeckt auf jeden Fall. So, Tong, Team Thailand. Bin ich gespannt. Versus Angriff haben wir eigentlich schon lange nicht mehr so gespielt, ne? Also das normale Versus Angriff in der 20 Uhr Folge. Vor ein paar Wochen haben wir das noch rein theoretisch in eigentlich jeder Folge gespielt, aber jetzt schon ein paar Tage nicht mehr, muss ich sagen. Zack, Neymar, jawohl. Das kotzt mich echt an, ne? Wieso hat der Gegner auch blaue Trikots? EA, was ist da los bei euch? 2-0 Neymar. Figo, jawohl, 3-0. Geht vorbei. Arne Meyer ist drüben. Eigentlich wollte ich Arne Meyer anspielen. Da ist Ronaldo. Und Ronaldo macht's auch rein. Und wenn es so weitergeht, ist es definitiv der Sieg. Eigentlich kann ich jetzt schon fast sagen, der Sieg ist sicher, oder? 6-0. 45 Sekunden nur noch. Arne Meyer. Das erste Spielchen läuft wie am Schnürchen. Auch wenn der Gegner jetzt noch das erste Tor macht. Er macht das zweite Tor. 30 Sekunden. Oh. Aber trotzdem sollte hier nichts anbrennen. Ich führe mit 4 Toren Vorsprung. Aber ich habe schon lange kein Tor gemacht. Tor mehr gemacht. Das ärgert mich ein bisschen. Jetzt hat der Keeper noch. Ist der Keeper mit seinen Pfoten da dran? Mit seinen Wurstpfoten. Ah, nein. Figo. Und er hat ihn. Aber wir haben das Spiel eh gewonnen, Leute. Wir haben das Spiel eh gewonnen. CR7 macht nochmal passenderweise das 7. Tor. Ja, komm, das letzte Tor ist egal. Ich passe es hier aus. Ich passe es aus, weil ich eh gewonnen habe gegen Tong aus Team Thailand hier. Let's go. Die nächsten 7900 Fans. Nice, Mann. Was muss ich eigentlich für diesen VIP-Pass machen? Wie teuer ist denn der überhaupt? Sage ich mal, wenn ich auf zu Ben Arfa kommen sollte, dann würde ich es machen. Aber nur dann. Premium-Pass kostet. Ja, okay, das geht ja noch voll. Ah, ja, man könnte den eigentlich auch gratis machen, so vom Ding her. Ja, Azipiliqueta, alter Falter. Firmino. 1,8 Millionen Fans, alter Falter. Kann man nicht irgendwie die Rangliste sehen, wer die meisten Fans hat? 1,8 hier. Schaut euch das mal an hier, 1,8. Nur die richtigen Suchtis bekommen da Firmino. Die absoluten Suchtis, die richtig mega heftig Hardcore-Suchtis kriegen da. Roberto Firmino, so rum. Ich gehe rein ins nächste Versus-Angriff-Spiel. Ich glaube, ich spiele doch nur Versus-Angriff und nicht die Liga. Keine Ahnung. Ich habe gerade mega Bock, hier Versus-Angriff zu spielen. Deswegen mache ich das einfach mal. Ich würde sagen, wir machen noch 2 Spiele, das und dann noch eins. Es sei denn, wir verlieren das nächste, weil mit einer Niederlage hört man natürlich nicht auf. Kennt ihr ja. Der Gegner hat auch ein 106er Team. Das sieht noch heftiger aus, das Team, als mein Team. Muss ich ehrlich gestehen. 4-2-4 mit Mbappé, Ronaldo, Messi und wen hat er noch gehabt? Neymar, glaube ich, ne? Ich weiß es gerade. Das sah auf jeden Fall heftig aus. Modric hat er auch noch im Team gehabt. Brutal. Brutal ekelhaft. Schauen wir mal, ob wir hier als Sieger vom Platz gehen können. Von Messi habe ich gar nichts gesehen hier, Leute, im ersten Spiel. Ecke, komm. Ecke? Nein. Doch, ja. Ramos kommt zum Kopfball und der Keeper hat ihn und fischt ihn raus. Ich glaube es nicht. Dankeschön, Ronaldo. 1-2. Ronaldo. Bam. Eben noch 0-2 hinten. Und jetzt 2-2. Und Messi an den Pfosten. Messi an den Pfosten. Makovicka, ich weiß, dass du jetzt unten rein, was du unten reinschreibst in die Kommentare, wenn du überhaupt hier das Video sehen solltest, ne? So, zack, komm. Und er hat ihn wieder, das ist, er hat doch De Gea hinten drin, ne? Ich sag's euch, Leute, De Gea ist so eine Katze, Mann. Ich brauch auch De Gea. Danke, Ramos. Komm, Messi. Dieses Mal schieße ich den Freistoß anders und dieses Mal ist er drin. Ich musste mich hier anpassen, weil Messi Linksfuß ist. Sonst hatte ich die Freistoßschützen immer mit einem Rechtsfuß. Also die Freistoß hatte ich mit einem rechten Fuß geschossen. Und wir gehen in Führung. Und Arne Meyer mit dem 6-4. Danke, Mann. Messi. Messi. Der Keeper hat ihn. Ronaldo, komm.
Ronaldo, Ronaldo, ja, das ist die Entscheidung, wir gewinnen das Spiel. Obwohl es am Anfang nicht so aussah, als wären hier, also als würden wir das Spiel gewinnen. Dieser De Gea ist abnormal, Mann. Dieser De Gea ist richtig, richtig, richtig ekelhaft, Leute. Das war's noch nicht mit der Folge. Ich habe ja gesagt, ich mache noch ein Spielchen. Heute ist es ja Samstag, da habt ihr Zeit. Ihr könnt die Folge gerne auch noch Sonntag gucken oder keine Ahnung, wenn ihr diese Folge sehen werdet. Auf jeden Fall gehen wir nochmal rein ins nächste Versus-Angriffsspiel. Ich habe 1.066.000 Fans, also der, wer war der erste Spieler? Der Pucki rückt ein bisschen näher, der Ben Arfa rückt ein bisschen näher und der Firmino wird morgen in meinem Verein sein, Kappa Klaus. Der nächste Gegner hat hier ein 104er-Team mit Kevin Prince Boateng vorne drin im Sturm, feier ich. Zwei Bewertungen besser, haben wir wieder minimale, bessere Chancen als der Gegner hier, Pedro Lemus. Okay. Schauen wir mal, was das hier wird. Und ab geht's. Komm, Figo. Figo, 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 Figo. Jawohl. Er hat nicht De Gea. Ist das Donnarumma? Donnarumma ist genauso ekelhaft. Das ist Donnarumma. Er hat die 99. Das ist Donnarumma. Ich glaube es nicht, Mann. Ja, Leute, das genau aus diesem Grund. Die FIFA-Mauber-Spieler wissen schon, wieso sie De Gea oder Donnarumma aufstellen, weil die einfach sind, also es gibt nur einen Begriff dafür, die sind ekelhaft. Die sind ekelhaft, Punkt. Ich brauche auch einen De Gea. Mann, 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 ich spare jetzt meine Münzen auf einen De Gea, Leute. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ich brauche De Gea. Und am besten den Team of the Year. Was anderes kommt mir nicht ins Haus hier. Da muss ich aber lange sparen, ich weiß. 5-3, wir führen aber trotzdem. Vielleicht hat der Gegner auch Probleme, an Neuer vorbeizukommen. Was ich aber gar nicht so glaube. Jawohl. Schöne Flanke von Maya war das, glaube ich. Und Messi ist nicht so wirklich richtig zu sehen, weil ich immer die Chancen mit Ronaldo, Neymar und Figo habe und gar nicht mit Messi. Der ZOM ist gar nicht im Spiel hier eingebunden bis jetzt. Keine Ahnung, was da los ist. Und wieso läuft die Chance immer noch weiter? Verstehe ich nicht. Ja, aber wir haben eh gewonnen, Leute. In den 3 Sekunden kann der Gegner keine 3 Tore mehr machen. Meier nochmal mit dem, mit der Flanke. Die ist viel zu weit. Und wir gewinnen. Und wir gewinnen 6:4. Faust in die Facecam, Leute. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus an dieser Stelle. Wir sehen uns. Haut rein und tschüssi.